Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einem kleinen Special-Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr wisst ja, ich bin aktuell nicht in Deutschland. Ich bin bei meiner Freundin. Das soll mich allerdings nicht davon abhalten, zumindest irgendwie ein, zwei Videos für euch vorzuproduzieren. Und eines davon ist dieses Hot-Take-Video. Zum einen, weil es zeitlos ist und zum anderen, weil Hot Takes einfach geil sind. Entweder man denkt sich über den Typen, der die Hot Takes rausballert, er ist komplett bescheuert, also in dem Fall ich, oder man denkt sich, ja, vielleicht hat Max ja auch mit dem einen oder anderen Hot Take recht. Deswegen diskutiert gerne mit in den Kommentaren und einen Wunsch hätte ich, schreibt einen Hot Take von euch selber in die Kommentare. Natürlich jetzt keinen Hot Take, den ich hier auch schon selber droppen werde, weil ich mir das einfach immer super gerne durchlese. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt rein mit meinem ersten Hot Take. Irving spielt diese Saison nur ein einziges Spiel und das ist das All-Star Game. Man könnte fast sagen, die Geschichte wiederholt sich. Wer von euch weiß es? Es gab schon mal einen Spieler, hat die ganze Saison kein einziges Spiel gemacht, aber beim All-Star Game war er mit dabei. Das Ganze müsste jetzt ja fast 30 Jahre her sein. Ja, 1992. 1992 musste sich Magic Johnson aufgrund seiner HIV-Erkrankung aus der NBA zurückziehen. Er war aber damals ganz normal mit dabei im Lostopf oder generell im Voting-Topf für das All-Star Game und wurde auch nominiert. Und jetzt kommt der Oberhammer, er wurde auch noch All-Star-MVP. Das war das einzige Spiel, was er da damals 1992 gespielt hat. Und bei Irving könnte jetzt genau das gleiche passieren. Weil obwohl er nicht spielt und obwohl er nicht geimpft ist, er ist spielberechtigt. Das wurde von der NBA mittlerweile klar kommuniziert. Die Nets haben ihn immer noch im Team-Roster. Er wurde nicht suspendiert und dementsprechend wird man für Irving ganz normal, wie für alle anderen Guards auch, voten können. Und ich will schon fast sagen, ich verspreche euch, die Leute werden sich diese verrückte Storyline nicht nehmen lassen und sie werden für Irving voten. Und ich glaube auch dann nicht, dass man ihn nicht aufstellt. Er wird spielen und ich weiß nicht, wie es noch weitergeht in der Saison, auch mit Corona. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen pessimistischer als der ein oder andere. Ich glaube, dass sich die Regeln nicht so schnell ändern werden und ich glaube, dass wir Irving da, wenn es überhaupt passiert, in den Playoffs sehen werden, aber in der Saison, glaube ich, wird er kein einziges Spiel machen, außer das All-Star-Game. Das ist mein erster Hot-Take. Mein zweiter Hot-Take. Vor der Saison hättet ihr mich dafür verrückt erklärt, aber mittlerweile glaube ich, dass der ein oder andere vielleicht sagen wird, ja, Max, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und zwar die Bulls gewinnen den Osten. Ich meine, jetzt hat man mittlerweile einen ziemlich guten Eindruck, was die Bulls von dem Basketball spielen und was man auch einfach für eine aktuelle Form hat. Und die Form ist, muss man sagen, wirklich beeindruckend. Individuell, die Spieler funktionieren, aber auch das ganze Teamgefüge. Man wirkt so, als wenn man gerade schon irgendwie 3, 4, 5 Jahre zusammenspielt. Man hat wirklich mit Alex Caruso und Lonzo Ball hat man den Geniestreich schlechthin für mich in der Offseason hingelegt. Die beiden spielen gerade eine Defense jenseits von Gut und Böse. Lonzo Ball legt gerade die meisten Blocks jemals für einen Guard auf. Alex Caruso ist in der Conversation für den Defensive Player of the Year mit dabei. Das ist alles so verrückt. Alex Caruso ist die Leader. Und dann hast du noch mit dabei einen DeMar DeRozan, der die beste Saison seiner Karriere spielt. So ganz beiläufig auch noch einen Zach LaVine, über den schon fast gar keiner mehr spricht, weil jeder nur noch über die Neuzugänge spricht. Einen Vucevic und generell die ganze Team-Chemistry. Und ja, also ich glaube, dass die Bulls da wirklich eine große Rolle spielen können. Und aktuell wäre alles andere, wie sich zumindest den Heimvorteil zu erkämpfen, also unter den ersten vier zu landen, wäre eine Enttäuschung. Und vielleicht schaffen die Bulls es auch. Ich meine, die Konkurrenz ist nicht gerade klein mit den Nets und mit den Bucks und mit den Heat. Aber jeder hat so ein bisschen seine Problemzonen. Und ich finde, die der Bulls sind gerade, ehrlich gesagt, am überschaubarsten. Ne? Und deswegen haue ich jetzt einfach mal den Hot-Take raus. Die Bulls gewinnen den Osten. Ne? Auch wenn das natürlich eine knackige Geschichte wird. Dritter Hot-Take. Die Nets gehen nicht in die NBA Finals. Oder anders formuliert, die Nets kommen einfach nicht raus aus dem Osten. Ne? Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen weg von dieser Schockstarre, als wir dieses Team das erste Mal gesehen haben. Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin, Aldridge. Man dachte sich so, jetzt dann auch noch Patty Mills mit dazu. Man dachte sich so, wer soll dieses Team bitte aufhalten? Wer soll dieses Team
schlagen. Aber mittlerweile hat sich einfach so viel geändert. Man hat extrem viele Ausfälle zu beklagen. Joe Harris, Blake Griffin wurde degradiert. Dann Kyrie Irving ist sowieso nicht mit dabei, das wissen wir auch. James Harden spielt gerade offensiv einfach nicht auf dem Niveau, was es aktuell bräuchte. Die Offense der Nets ist gut, aber sie ist jetzt nicht so, dass jeder vor Ehrfurcht erstarrt. Und man ist so abhängig von Kevin Durant wie noch nie. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass das Team so, wie wir es jetzt haben, jetzt, ja, nicht, dass ihr jetzt kommt und sagt, ja, aber wenn Kyrie Irving dann wieder da ist. Nee, genau so, wie sie jetzt gerade spielen. Auch, dass ein Aldridge der drittbeste Scorer ist hinter Durant und Harden. Da muss ich echt sagen, dass einige Teams wie die Bucks und die Heat und auch die Bulls ihnen in den Playoffs das Leben mehr als nur schwer machen können. Und offensiv, klar, du hast natürlich immer Kevin Durant mit dabei. Und man könnte fast sagen, wie früher mit LeBron James, wenn du Kevin Durant mit dabei hast, dann wettest du nicht gegen dieses Team. Aber ich würde mich trauen zu sagen, dass irgendein Team es schaffen könnte, in einer 7-Spiele-Serie die Nets tatsächlich rauszukegeln. Und dafür sind wir ja auch hier mit Hot Takes und nicht mit, ja. Ich sag, die Nets gehen nicht in die Finals. Stand heute. Vierter Hot Take. Timberwolves-Fans, seid ihr bereit? Ich bin noch am Überlegen, soll's richtig reinschallern oder... Ja, es soll richtig reinschallern. Okay. Die Timberwolves powern sich. Ich habe hier gerade stehen ins Play-In. Ich gehe weiter. Die Timberwolves powern sich in die Playoffs. Der Westen ist an der Spitze stark besetzt. Ja, mit den Warriors, mit den Suns, mit den Jazz. Aber alles, was dahinter kommt, da kann man nicht so wirklich... Also ich würde nicht mein Geld drauf verwetten. Weder auf die Clippers, die Grizzlies, die Mavs, die Lakers. All diese Teams hatten schon ihre Schwächephasen und haben ihre Probleme. Und die Timberwolves haben zwar natürlich auch ihre Probleme, aber wenn man es schaffen sollte, die endlich mal in den Griff zu kriegen, und witzigerweise das Problem in der Saison, finde ich persönlich, ist nicht die Defense, sondern das ist einfach offensiv die Konstanz, die stellenweise fehlt. Der einzige Konstant Spielende ist für mich Towns. Towns spielt bisher, finde ich, offensiv eine überragend starke Saison. Aber wenn einfach mal D'Angelo, der auch eine gute Saison spielt, aber für die Anzahl der Würfe, die er nimmt, ist es einfach zu ineffizient, ja? Da hier irgendwie 40% aus dem Feld und knapp über 30% von draußen. Der trifft gerade von draußen schlechter als Edwards. Und ich habe eigentlich gedacht, das ist umgekehrt. Und bei Edwards ist genau das Gleiche. Du weißt nie, was du von ihm kriegst. 9 Punkte oder 48 Punkte, wie gegen die Warriors. Aber was ich damit auch sagen will, wenn alle drei in einem Spiel oder auch in zwei Spielen plötzlich ihr absolutes Top-Niveau abrufen, und ich gehe jetzt mal davon aus, aktueller Stand, ey, das Play-In muss einfach das Ziel sein mit diesem Team. Und dann triffst du in den Play-Ins auf die Timberwolves und die rasten plötzlich aus mit D'Angelo, Edwards und Towns. Dann will ich nicht ausschließen, dass die vielleicht auch irgendeinen Favoriten rauskegeln. Und deswegen, die Timberwolves powern sich in die Playoffs. Ich muss selber schmunzeln, aber ich glaube wirklich dran. Ohne Scheiß. Ist ein Hot Take, aber ich glaube dran. So, vor dem letzten Hot Take noch einmal durchatmen, weil jetzt, glaube ich, fliegen hier gleich die Fetzen. Besonders die Lakers-Fans wird mein letzter Hot Take überhaupt nicht amüsieren. Oder vielleicht stimmen sie mir auch zu. Es gibt, ist immer so witzig, bei den Lakers-Fans gibt es zwei Lager. So die einen, die eh schon voll den Hass auf das Team haben und sagen, ey, die regt mich so auf, ihr spielt so scheiß Basketball. Und ja, natürlich jeder, der irgendwie sagt, ihr werdet nichts reißen die Saison, ihr habt absolut recht. Und dann gibt es das zweite Lager, die sagen, hä, Regular Season interessiert mich doch nicht. In den Playoffs kommt es drauf an. Ja, wir werden am Ende mal sehen, wo man landet. Ich sag euch, mein Hot Take, die Lakers überstehen nicht einmal die erste Runde in den Playoffs. Lass es mich kurz erklären. Die Big Three mit Westbrook, Anthony Davis und LeBron James spielen nur ganz, ganz selten alle drei. Und das ist einfach auch wichtig, weil wenn man von so einem Trio spricht, dann bringt es halt nichts, wenn bloß einer auf Top-Niveau spielt, sondern in den Playoffs braucht man alle drei auf Top-Niveau. Und das passiert einfach zu selten. Ist sowieso schon traurig, dass man sagen muss, dass LeBron James immer noch der ist, der es am ehesten hier schafft, immer dieses Top-Niveau zu erreichen. Dass AD gerade einfach es immer noch nicht schafft, einfach dieses Team zu übernehmen und zu sagen, ich bin der hier, der jeden Abend mindestens 30, 15 droppt und ich zerstöre jede gegnerische Defense, weil ich einfach so ein Powerhouse bin.
es regt mich eh auf. Wahrscheinlich mache ich sowieso noch ein Video dazu, weil AD, ich bin gar kein Freund mehr von Davis. Ich war mal früher einer, aber mittlerweile, ist ein anderes Thema. Also man kriegt einfach zu seltener die gebündelten Kräfte auf die Straße. Formulieren wir es einfach mal so. So, dann redet man sich diesen ganzen Roster noch irgendwie schön. Ja, mit der Andre Jordan und Dwight Howard und Melo, der finde ich bisher mit der beste Laker ist in dieser ganzen Saison. Und Trevor Ariza kommt ja noch. Und Kendrick Nunn. Und THT, wenn der sich noch entwickelt. Hey, die Lakers leben irgendwie in so einer Traumwelt. Die Lakers leben in einer Traumwelt. Schaut euch mal an, was die Warriors und was die Suns und stellenweise die Jazz für Basketball spielen. Ich will nicht sagen, dass man gegen die Jazz keine Chance hat, ja? Aber gegen die Warriors und gegen die Suns, wenn man es nicht schaffen sollte, auf Platz 5 zu finishen, dann wird man ja entweder auf der 6, 7 oder 8, eventuell muss man sogar ins Play-In, wird man auf einen von den drei treffen. Für mich sind das gerade meine Top-Favoriten einfach auf die ersten drei Spots, auch weil die Nuggets schwächeln, bei den Clippers fehlt Kawhi Leonard. Und wenn es blöd läuft, musst du gegen die Suns ran oder gegen die Warriors. Und wenn mir Stand heute jemand erzählt, er glaubt daran, dass die Lakers die Warriors oder die Suns schlagen, ne, dann muss ich echt sagen, habe ich da wenig Verständnis dafür. Weil beide Teams defensiv viel besser sind als die Lakers, beide sind offensiv viel besser, beide haben den besseren Head Coach, sie haben die bessere Tiefe, die bessere Bank und that's it. Ich glaube nicht an die Lakers und ich sag euch, ich glaube auch nicht, dass die Lakers jetzt noch irgendwie mal einen Mega-Run starten, dass die jetzt plötzlich doch noch den Heimvorteil sich sichern. Wenn es ganz gut läuft, dann schafft man es vielleicht noch auf die 5, ja, aber ich glaube Heimvorteil, das packt man nicht mehr. Machen wir es kurz. Die Lakers überstehen nicht einmal die erste Runde. Ihr könnt mich am Ende der Saison, wenn ich falsch liegen sollte, könnt ihr mich gerne abwatschen. Gar kein Problem. Stehe ich bereit und sage, hey, okay, ihr habt recht gehabt. Aber jetzt würde mich mal echt eure Meinung interessieren. Was denkt ihr darüber? Über den Lakers Hot Take, aber natürlich auch über alle anderen. Über Kyrie Irving, über die Bulls, über die Nets und über die Timberwolves. Nehmt das nicht zu ernst. Nicht, dass jetzt der ein oder andere vor dem Rechner sitzt oder Laptop oder Smartphone und so einen roten Kopf hat. Ich meine, dafür sind es ja auch Hot Takes. Diskutiert gerne mit und bleibt sauber, passt auf euch auf. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ja, wenn ich wieder am Start bin, dann werde ich auch nochmal einen Stream machen. Dann können wir vielleicht auch nochmal über meine Hot Takes labern, aber jetzt für heute bin ich erstmal raus. Bis dahin, Leute. Ciao.